Ja, hallo Leute, da sind wir wieder. Ich begrüße euch ganz herzlich zur März-Ausgabe InstaLive. Und es ist nicht nur die März-Ausgabe, sondern es ist die 6. Folge InstaLive. Heißt, wir feiern zusammen halbjähriges Jubiläum. Wahnsinn, wie die Zeit einfach vergeht, was wir schon alles gemeinsam dann erlebt haben, was wir schon alles für tolle Fragen von euch bearbeitet haben. Es macht mir einen Riesenspaß und ich hoffe und ich denke, das kann ich sagen, euch macht es auch Spaß, denn das zeigen eure Kommentare, eure rege Beteiligung an unseren InstaLive-Ausgaben und dafür vielen, vielen, vielen Dank für eure tolle Teilnahme. Und ja, natürlich gibt es auch in dieser Ausgabe wieder ganz, ganz viel Informationen, denn das haben Kolja und ich uns einfach auf die Fahne dann geschrieben, dass wir halt nicht nur, stupide Fische hochhalten wollen. Das soll jetzt überhaupt gar keine Kritik sein, aber halt wir wollen einfach, und das zeigt eure Fragen, eure vielen Nachfragen und euer Wissensdurst, dass wir halt einfach Dinge aufbereiten wollen, wie das in der letzten Folge war, wo wir das ganze Thema rund um die Saisonvorbereitung aufgegriffen haben. Wer es übrigens noch nicht gesehen hat, bitte einmal oben klicken und guckt euch mal die beiden Winterspecials an. Super viele Informationen rund ums Winterangeln. Aber wo ich drauf hinaus will, ist, auch in dieser Ausgabe werden wir uns die Saisonvorbereitung noch ein wenig vornehmen, aber wir gucken uns diesmal speziell mein Futter an, meine Futtervorbereitung, und ich gebe noch den einen oder anderen Trick, Kniff mit, wie man das ein oder andere Futter etwas attraktiver, haltbarer machen kann und. Auch da werden natürlich für den einen oder anderen alten Hasen Informationen dabei sein, die er schon weiß, die er einfach schon seit vielen Jahren beherzigt. Von daher, du machst es genau richtig an dieser Stelle, und für alle anderen, die ja auch mir immer wieder genau halt diese Fragen stellen, weil genau deswegen machen wir das, für alle anderen wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Ausgabe InstaLive, und ich nehme euch jetzt direkt mal mit in meine Hexenküche. Kommen wir zum ersten Teil meiner weiteren Saisonvorbereitung rund um das Thema Futter. Ich habe euch jetzt hier mal eine Auswahl von Partikeln mitgebracht, die ich sehr gerne einsetze oder die bei mir hauptsächlich zum Einsatz kommen. Bei den Partikeln gehen bei vielen immer direkt die Alarmglocken an. Oh nein, Weißfische, Brassen, oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich, haben Partikel einen sehr großen Reiz auf alle Fische an, aber sie haben halt eben einen großen Reiz. Und deswegen möchte ich jetzt mal so ein bisschen darauf eingehen, was ich einsetze, wie ich es einsetze, wie man es zubereitet und. Erstmal auf den beiden Außenbahnen, die Partikel, die bei mir ehrlicherweise am meisten zum Einsatz kommen, das sind einmal große schwarze Tigernüsse und das sind einmal normale Tigernüsse in so einer Mixed-Struktur. Es gibt sie ja auch selektiv in extra groß bis 30, 35 mm, aber halt auch ganz kleine. Und das ist halt ein Mix, den ich sehr gerne einsetze. Dann gibt es natürlich Tigernüsse auch noch in geschält. Das sind dann die ganz weißen. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, halt wo man angelt, weil zum Beispiel dann die weißen setze ich halt sehr gerne ein, wenn ich halt noch einen visuellen Reiz setzen möchte, sind natürlich nicht günstig, weil sie halt noch extra geschält wurden. Von daher muss man immer so ein bisschen abwägen. Dann als nächstes kommen wir zu einem, etwas heiklen Partikelköder. Das sind Erdnüsse. Erdnüsse sind für mich mit einer der unterschätztesten Partikel, weil sie halt kaum jemand einsetzt. Und dass sie halt niemand einsetzt, kann halt unter anderem eben der Grund sein, dass sie halt mit etwas Vorsicht zu genießen sind. Denn wenn man Erdnüsse einmal vorbereitet hat, dann muss man diese relativ schnell verwenden, weil sonst setzen sie irgendwann Blausäure an.
Ich koche die halt immer sehr gerne und friere sie dann ein. Dadurch kann man dem Ganzen halt dann halt vorbeugen. Wichtig ist aber eben, wenn ihr Erdnüsse einsetzt, passt bitte auf, maximal 2 bis 3 Tage können diese eingesetzt werden. Danach werden sie leicht bläulich, dann produzieren sie Blausäure und sind ab dem Augenblick giftig. Und deswegen mit den Erdnüssen wirklich, wirklich vorsichtig sein. Dann, ja, ich würde sagen, der Karpfenköder schlechthin, Mais, ist immer noch einer der größten Bestandteile in meiner Angelei, ist natürlich sehr, sehr günstig, lässt sich sehr gut auf unterschiedliche Art und Weise zubereiten und ist halt einfach mega fängig, weil die Fische Mais einfach lieben. Dann der Hanf, ein sehr kleiner, öliger Köder, auch Hanf gibt es natürlich in unterschiedlichen Größen. Ich setze eigentlich immer den ganz normalen Futterhanf ein und gerade reiner Hanf mit einem ganz kleinen Pop-up obendrauf für mich eine absolut mega und tödliche Kombination. Dann setze ich noch Weizen sehr gerne ein und das ist halt im Endeffekt so die Futterstruktur oder die Futterarten, die ich in Partikeln einsetze. Ab und zu kommen auch nochmal Kichererbsen, dann zum Einsatz meistens aber direkt aus der Dose, genauso wie mein geliebter Dosenmais. Das ist halt wirklich so, gerade im Winter oder halt im Frühjahr, die Partikelart, die ich am meisten einsetze, weil ich einfach Dosenmais, es ist super easy, er ist ewig haltbar, einfach ins Regal stellen. Wenn ich dann eine Dose brauche, hole ich mir einen mit und schon geht's raus zum Angeln. Ja, das war die erste Übersicht zu den Partikeln, welche ich so einsetze. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Zubereitung an. Dann gucken wir uns als nächstes mal die Partikelzubereitung an. Denn auch da gibt es natürlich, sage ich mal, nicht den einen Weg. Ne? Also ich erzähle euch jetzt im Endeffekt mal so, wie ich das Ganze angehe und wie ich das Ganze dann aus meiner Sicht jetzt seit vielen Jahren mache. Aber auch da scheiden sich ja je nach Partikelart und je nach Art der Zubereitung durchaus dann die Geister. Aber das ist ja auch schön, genau so hat jeder halt im Endeffekt seinen Weg. Weil ich habe zum Beispiel, früher fangen wir mal mit dem Mais, Hanf und Weizen an. Das waren so früher eigentlich meine Grundpartikel. Und die habe ich eigentlich immer, ich habe wirklich einmal im Jahr ein großes blaues Fass halt voll gemacht und habe dann halt die trockenen Partikel da halt reingetan, durchgemengt, habe ein paar Dosen Bier halt drauf geschüttet, um den ganzen Gärprozess dann noch anzukurbeln und habe einfach das ganze Fass mit Wasser volllaufen lassen und habe mit den Partikeln halt im Endeffekt nichts mehr weiter dann gemacht, außer sie alle paar Tage oder alle paar Wochen mal mit einem großen Stab halt durchzurühren, aber die waren einfach nur von dem Wasser dann gequollen und haben nachher angefangen, halt dann durch das Bier noch schneller dann zu gären. Darauf schwören viele. Ich kenne noch ganz, ganz viele Freunde, die es genau so halt machen. Aber irgendwann stinkt das einfach so unfassbar, dass einem wirklich die Kotze hochkommt. Also es ist wirklich, entschuldigt die Ausdrucksweise, aber dann halt die Karpfen mögen es mit Sicherheit, ne? Weil halt dieser Gärprozess ja halt eben Stoffe freisetzt, die definitiv auf den Fisch anziehend sind, aber es war einfach, mir ist der ein oder andere Eimer auch immer mal aufgegangen im Auto, übergeschwappt und das ist einfach pestialisch. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, oder beziehungsweise der ein oder andere kann es sich wahrscheinlich vorstellen, wie das stinkt. Und deswegen bin ich halt vor einiger Zeit von diesem Gären und von diesem nur halt Ansetzen weggegangen und koche meine Partikel jetzt immer mehr oder weniger frisch. Heißt im Endeffekt, ich habe mir 2 von diesen Schnell-Einkochautomaten-Töpfen halt dann geholt. Hier unten einfach halt einen Temperaturregler, einfach bloß auf 100 Grad in die Steckdose und fertig. Und weil ja, wie ihr wisst, in meine Angelei und auch in meiner Vorbereitung alles immer auf die maximale Zeitoptimierung dann ausgelegt ist, achte ich halt auch hier drauf, dass ich halt zum Beispiel beim Partikelkochen nicht anwesend sein muss. Heißt,
Ich gehe halt zum Beispiel morgens vor der Arbeit, dann halt schnell in meine Garage, mach zwei Töpfe an, mach die Zeitschaltuhr an, stell die so ungefähr auf die Zeit, wie ich denke, wie die Partikelmenge braucht und lass die Töpfe dann einfach kochen und die Zeitschaltuhr stellt sich im Endeffekt aus, nimmt den Strom von den Töpfen weg und die ganzen Partikel hören auf zu kochen. Natürlich, und jetzt kommt der Warnhinweis, bin ich nicht dafür dann ja halt schuldig, wenn so ein Ding halt einen kurzen kriegt und euch die Bude abfackelt. Von daher alles ohne Gewehr, aber ich mache es im Endeffekt auch in meiner Garage auf dem Betonboden. Da kann halt aus meiner Sicht nicht viel passieren. Selbst wenn die Töpfe mal überkochen, dann halt kocht das Wasser halt einfach über, geht auf den Betonboden und es passiert nichts. Nur halt das an der Stelle so als kleiner Warnhinweis. Aber es funktioniert für mich einfach super, weil es einfach mega effektiv ist, weil man halt im Endeffekt nicht ständig nach den Partikeln gucken muss. Deswegen das eine absolute Empfehlung. Viele machen das ja eben mit den Gaskochern, mit diesen großen Hockerkochern. Das geht dann natürlich auch wunderbar, aber man muss halt eben die ganze Zeit dann dabei sein. Und mit diesen Einkochtöpfen, das ist einfach für mich die perfekte Lösung. Ja, und genau aus diesem Grunde mache ich halt mittlerweile, koche ich meinen Mais frisch, ich koche meinen Hanf frisch, ich koche den Weizen frisch und. Und das ist halt auch etwas, weil ich koche meinen Mais mittlerweile sehr, sehr gerne richtig weich. Also heißt im Endeffekt, dass der richtig wie so eine Blüte aufgeht, dass der richtig zerkocht ist. Und das ist im Endeffekt im Moment, jetzt schon seit ein paar Jahren, meine beliebteste Art, wie ich dann den Mais einsetze. Und das gleiche mache ich bei den Tigernüssen auch. Also die koche ich auch so lange, bis sie halt relativ weich sind. Heißt im Endeffekt, dann ich nehme mir immer mal halt eine raus, beiße drauf. Da gibt es jetzt nicht so, dass ich euch jetzt sagen möchte, dann halt Tigernüsse irgendwie eine Stunde, das und das, weil es kommt natürlich auch immer dann auf die Menge an, wie schnell das Wasser kocht und. Aber halt wichtig ist, ihr seht es bei den Tigernüssen beispielsweise, wenn die halt auf sind, weil die haben eine relativ faltige Struktur und wenn die wirklich fertig sind, sind die von der Außenhaut relativ glatt, weil sie halt komplett aufgegangen sind und dann ist eine Tigernuss komplett fertig. Bei dem Hanf seht das auch, weil er aufgeht, bei dem Weizen auch. Dann halt sowas sieht man einfach wirklich, wenn das halt durchgekocht ist. Bei den Erdnüssen ist es halt im Endeffekt ganz genauso. Die halt koche ich auch, bis sie halt weich genug sind. Und dann vakuumiere ich die Erdnüsse dann halt direkt weg und friere die ein, weil die halt im Endeffekt, wie ja gerade eben schon erwähnt, mit etwas Vorsicht zu genießen sind. Ja, dann die meisten Partikel lasse ich halt auch so 24 Stunden vorher ziehen. Heißt im Endeffekt, ich tue die Partikel schon mal in meinen Kochtopf rein, trocken und schütte diese damit Wasser auf. Und jetzt kann man halt im Endeffekt ganz viele Arten verwenden, wie man seine Partikel noch halt ein bisschen attraktiver oder halt im Endeffekt verfeinern kann. Man kann halt Flavor nehmen, man kann diverse Liquids nehmen. Das ist im Endeffekt etwas, was ich halt immer ganz gerne nehme. Und was gerade bei halt Tigernüssen für mich absolut geile Kombination ist Tigernüsse und Cola. Ich schütte dann immer gerne so 2 bis 3 Liter Cola auf so einen Einkochtopf und fülle den Rest damit Wasser auf, weil in der Cola ist so viel Zucker, das wollen wir zwar alle da nicht wahrhaben, aber da ist so viel Zucker drin, dass die Tigernüsse so geil schleimen dann davon, weil der Zucker dann halt einfach so einen richtig schönen Tigernussschleim produziert und macht die Tigernüsse aus meiner Sicht noch mal ein Stückchen fängiger. Und die Cola gibt dem Ganzen noch mal halt einen ganz speziellen Flavor. Für mich eine absolut geile Kombination. Und das Ganze kann man natürlich dann auch mit Mais, mit Hanf, mit Weizen, Kichererbsen und machen. Aber es gibt natürlich auch viele kleine Hausmittelchen, die super geil funktionieren. Da wäre Maggi, da wäre Salz, da wäre Zucker
dann natürlich in der Reinform. Man kann Currypasten benutzen, man kann ganz viel aus dem China-Laden nehmen, Fischsoße, Austernsoße, Sojasoße und. Also halt theoretisch könnt ihr in den Asia-Laden gehen und könnt alles, was ihr im Asia-Laden kauft, könnt ihr dann in eure Partikel tun. Chili-Pulver, Currypulver und also es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, die ihr in einem ganz normalen Lebensmittelladen kaufen könnt, womit ihr eure Partikel nochmal etwas individuell gestalten könnt. Und das macht vielleicht nochmal echt dann halt so den kleinen Unterschied aus. Und ich gebe meinen Partikeln immer noch gerne eine individuelle Note und bin mit den Sachen, die ich jetzt euch gezeigt habe, immer sehr, sehr gut gefahren. Ja, und dann sind unsere Partikel fertig. Und was jetzt? Auch da bekomme ich immer wieder Fragen zu, wie lange ist denn dann der Mais haltbar? Und auf meinem Maisfass, wenn ich die eingelegt habe, da ist Schimmel drauf. Was mache ich? Kann ich die noch einsetzen? Das sind alles Sachen, wo der ein oder andere vor großen Fragezeichen steht. Und die möchte ich jetzt einfach mal so ein bisschen hoffentlich entfernen und nehme euch da einfach mal mit, wie ich das Ganze mache. Man muss da so ein bisschen unterscheiden. Mal als Beispiel, wenn ich halt Tigernüsse habe, oder grundsätzlich reicht es bei allen Partikeln, bis auf wirklich Erdnüsse, da sind wir ja jetzt auch schon zweimal drauf eingegangen, aber bei allen anderen Partikeln gibt es im Endeffekt für die Lagerung eine einzige Faustformel. Es müssen immer mindestens 2 Finger breit Wasser über den Partikeln sein. Heißt im Endeffekt, solltet ihr diese Partikel, die ihr fertig abgekocht habt, in einem solchen Fass oder in einem Eimer oder was weiß ich wo drin lagern. Wichtig ist, Deckel drauf, möglichst wenig Sauerstoff dran lassen, denn Sauerstoff fördert natürlich die Schimmelbildung und da müssen wir halt einfach so ein bisschen drauf achten. Solange wie wir aber immer diese 2-3 Finger breit Wasser über den fertigen Partikeln haben, kann sich selbst oben auf dem Wasser ein Schimmelfilm oder teilweise sogar ein Schimmelteppich bilden. Den kann man immer relativ schnell mit einem handelsüblichen Küchensieb oder so einfach abfischen, mal halt alle paar Wochen. Und dann sind aber die Partikel, die unten drunter in dem Wasser sind, die sind absolut in Ordnung. Und das kann man wirklich, also ich glaube, ich habe es noch nicht erlebt, dass Partikel irgendwann mal wirklich umgegangen sind, weil halt diese Gärung, die ist ja halt eben, wie ich es ja eben schon erwähnt habe, eher förderlich. Es fängt zwar irgendwann für einen selber unerträglich an zu riechen, möchte ich schon fast gar nicht mehr halt nennen, sondern an zu stinken, aber den Partikeln an sich passiert nichts, weil der Schimmel da halt nicht drankommt, weil sie in dem Wasser sind. Von daher habt keine Angst, wenn sich da oben in irgendeiner Form Schimmel bildet. Wenn ich aber meine Partikel koche und die dann halt mit diversen Liquids, was ich euch ja gerade eben alles dann gezeigt habe, verfeinere, dann möchte ich eigentlich nicht, dass diese weiter gären. Heißt, ich setze sie entweder relativ kurzfristig ein und ich koche halt nur so viel, wie ich halt tatsächlich in den nächsten Tagen dann halt einsetzen möchte. Oder ich mache diese trocken, also schöpfe die fertigen Partikel ab und friere sie halt ein. Das ist jetzt hier zum Beispiel, das ist Mais, den ich mit einem Erdbeer-Flavor abgekocht habe und dann friere ich den einfach ein und kann ihn jederzeit, so wie ich ihn brauche, einfach auftauen und habe direkt wieder frischen, nach Erdbeer riechenden Mais. Oder was ich in den letzten Monaten auch immer wieder ganz gerne dann gemacht habe. Es gibt eine sehr coole holländische Firma, Fissers Online. Und die haben ebenfalls für ein absolut bezahlbares Geld, haben die tiefgefrorene Partikel fertig. Das ist jetzt hier zum Beispiel Hanf. Und das Geile ist, ich hoffe, man kann es erkennen, hier ist immer noch in den 5 Kilo Hanf ist
ein Kilo Blattwurm beispielsweise drin, tiefgefrorener Blattwurm oder es gibt auch tiefgefrorenes Muschelfleisch, tiefgefrorenen Grill und, und. Also ganz viele richtig geile, natürliche, tiefgefrorene Kleintiere, Blattwurm, Grill und. Und das ist halt auch etwas, wenn es mal halt einfach schnell gehen soll. Ich habe immer davon mittlerweile halt ein bisschen was dann in meiner Gefriertruhe drin und taue mir dann im Endeffekt das so auf, wie ich das brauche. Und dann kann man natürlich auch noch so, wie ich die jetzt hier dann eingefroren habe, kann man auch mit einem guten Vakuumiergerät und entsprechenden guten Vakuumierbeuteln kann man natürlich auch die frischen abgekühlten Partikel dann vakuumieren. Wichtig dabei ist, achtet, dass ihr möglichst wenig Feuchtigkeit noch in den Partikeln drin habt, denn eben ansonsten zieht das Vakuumiergerät dann die Feuchtigkeit ein, aber damit könnt ihr die auch sehr, sehr lange dunkel und trocken lagern, so dass ihr halt im Endeffekt keine Staukapazitäten zum Beispiel für halt Fässer habt oder halt eine große Gefriertruhe braucht und dementsprechend könnt ihr eure fertigen Partikel auch mit einem guten Vakuumiergerät so haltbar machen, dass ihr die für einige Wochen, sage ich mal, wenn sie wirklich vom Sauerstoff komplett abgeschottet sind, könnt ihr das schon über, ja, ich sag mal so 2, 3, 4 Monate könnt ihr das schon gut haltbar machen. Wichtig ist halt eben, dass sie weiterhin komplett luftdicht sind, trocken und im Idealfall sogar dunkel und kühl dann gelagert werden. Und dann hat man jederzeit einsatzbereite, richtig fängige Partikel oder halt eben mein Favorite, der gute alte süße Dosenmais. Jetzt haben wir uns, ich denke, sehr ausführlich mit dem Thema Partikeln beschäftigt. Aber wir angeln natürlich nicht nur mit Partikeln, sondern kommen wir zu dem wichtigsten oder einem der wichtigsten Köder im Karpfenangeln. Das ist natürlich der Boily, das sind die Boilies. Auch da bekomme ich immer ganz, ganz viele Fragen zu dem Thema Unterschiede. Wir haben einmal dann die konservierten Boilies. Wir haben die Boilies ohne Konservierer, die wir entweder dann halt einfrieren können oder halt einsalzen, einzuckern. Wir können sie auch vakuumieren und. Also es gibt da natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man diese dann haltbar machen kann. Ich habe viele Jahre lang eine große Gefriertruhe gehabt, habe große Fässer gehabt, habe im Endeffekt meine Boilies entweder eingefroren oder habe sie eingesalzen oder halt eben eingezuckert, gerade wenn ich dann auf längere Touren gefahren bin, um die Boilies halt einfach haltbar zu machen. Seit ein paar Jahren, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, greife ich komplett auf konservierte Boilies zurück. Ich achte da natürlich auf deren
Haltbarkeit, sprich auf deren Frische. Hinten auf der Rückseite habt ihr ja immer dann das MHD, das Haltbarkeitsdatum hinten drauf. Und da sollte man natürlich auch bei den konservierten Boilies dann darauf achten, dass diese halt nicht schon seit vielen Jahren irgendwo in einem Angelladen in der hintersten Ecke lagern. Aber grundsätzlich, wenn ich weiß, wann diese Boilies hergestellt wurden und wie lange diese noch haltbar sind, dann gibt es für mich auch einfach aus dem Thema wieder halt Zeitmanagement. Sie sind immer sofort griffbereit, sofort einsatzbereit und sie sind auch bei halt langen Touren sind sie immer frisch, sie sind immer haltbar und ich kann mir auch zum Beispiel, wenn ich mein Angelzeug halt einfach mal über mehrere Wochen in meinem Auto habe, weil ich immer wieder nach der Arbeit für halt ein paar Stunden angeln fahre, habe ich immer halt ein paar Kilo Boilies dann im Auto liegen, brauche mir niemals Sorgen machen, sind die jetzt schlecht und. Natürlich sollte man da so ein bisschen drauf gucken, dass sie halt nicht konstant in der prallen Sonne liegen und dann Schwitzwasser bilden, aber grundsätzlich ist einfach für mein Angeln sind konservierte Boilies einfach das Beste, weil sie immer einsatzbereit sind. Natürlich scheiden sich da auch so ein bisschen dann die Geister. Vor vielen Jahren gab es natürlich auch noch deutlich schlechtere Konservierer, die teilweise bitter dann geschmeckt haben. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich merke da mittlerweile nicht mehr wirklich dann einen Unterschied, eigentlich gar keinen Unterschied mehr, weil man muss die Boilies einfach mal probieren und selber mal eine Ecke abbeißen und da merkt man einfach nichts mehr von irgendwelchen Bitterstoffen und dementsprechend gibt es für mich nicht nur unter dem Punkt des einfacheren Handlings gibt es keinen Grund, warum man auf Freezerbaits dann zurückgreifen sollte. Ich denke, es ist vieles eher halt eine Kopfsache. Wenn ich aber Freezerbaits entweder dann halt selber mache oder halt eben tiefgefrorene und konservierte Boilies kaufe, dann muss ich diese natürlich entweder tiefgefroren lagern oder ich salze diese ein oder halt Zucker diese ein. Von dem Zucker bin ich ehrlicherweise seit vielen, vielen Jahren weg, weil das bildet immer so eine richtige, so ein richtiges Sirup, was gerade im Sommer ist der absolute Wespenhorror. Also wirklich, ich habe da schon Touren erlebt, da habe ich meine Boilies ein paar hundert Meter wegstellen müssen, weil da waren einfach so viele Wespen, es ist unerträglich. Und deswegen ist der Zucker relativ schnell wieder aus meiner Angelei verschwunden. Das Salzen finde ich ehrlicherweise noch ganz geil, weil es halt eben auch so diesen salzigen Geschmack, nochmal diesen salzigen Mantel, den Boilies gibt. Und das finde ich ehrlicherweise wirklich noch eine ganz gute Art und Weise. Nur auch da muss man so ein bisschen drauf aufpassen. Auch da habe ich ein paar Fragen zu bekommen. Wenn man die Boilies einsalzt, sollte man immer so auf ein Kilo Boilies 500 Gramm Salz geben. Damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Und wichtig ist dann natürlich, gerade während den ersten Wochen, Monaten, die Boilies regelmäßig wenden, drehen und durchschütteln. Entweder in einem Eimer oder halt Fass lagern oder halt eben ihr halt vakuumiert die ein und dann immer wieder drehen, schütteln, durchmengen, dass sich das Salz halt immer und immer wieder verteilt, weil ansonsten schimmeln die Boilies natürlich trotzdem genau an diesen Stellen, wo halt kein Salz ist. Und das ist im Endeffekt da dann zu beachten. Auch da wieder eher für mich der Nachteil, man muss das Salz halt noch beschaffen, man muss gegebenenfalls dann die Boilies halt wieder aussieben und. Um sie halt von dem Salz zu befreien. Und deswegen, wenn ihr meinen Tipp haben wollt, greift auf frische, konservierte Boilies zurück. Und damit seid ihr aus meiner Sicht sowohl von der Einfachheit halber als auch von der Effektivität perfekt aufgestellt. Normalerweise nehme ich euch an dem Punkt ja immer mit, was so in den letzten Tagen oder Wochen in meiner Angelei passiert ist. Ja, was soll ich euch sagen? Auch wenn es jetzt mittlerweile hinter mir wieder oder schon sehr, sehr, sehr nach Frühling aussieht. Man hört die Enten und die Gänse, die schon voll in ihren Frühlingsgefühlen sind, in ihrem Frühlingsblues. Aber vor ein paar Wochen, also eigentlich so vor 10 bis 14 Tagen, war hier noch so dick,
dick Eis auf dem Weiher drauf, dass ich aus meinem Schlafzimmerfenster die Leute beobachten konnte, wie sie Schlittschuh gelaufen sind, wie sie Eishockey gespielt haben. Und dann kam plötzlich von einem Tag auf den anderen, kam dann wirklich der absolute Wetterumschwung und wir haben jetzt diese frühlingshaften Temperaturen. Und deswegen habe ich euch aber, weil ich euch natürlich trotzdem etwas von meiner Angelei auch in dieser Folge zeigen möchte, habe ich euch noch etwas, ja, was wir so ein bisschen vorbehalten haben, weil wir so viel Wintermaterial auf einmal dann sammeln konnten, weil die Wintersessions so gut gelaufen sind und wer die Folgen auch an der Stelle noch der kurze Hinweis noch nicht gesehen hat, unbedingt mal halt angucken, Insta-Live Folge 4 und 5 Winter Special und vor dieser Winterangelei waren wir, als der Herbst so Anfang November Einzug gehalten hat, war ich zusammen mit Kolja an einem kleinen See. Ja, mitten im Wald gelegen, ja, ich sag mal so 2 bis 3 Hektar groß. Dieser See ist rundherum am Ufer voll mit Totholz. Der See hat jetzt, sagen wir mal, nicht so den Riesenkarpfenbestand. Es sind doch einige drin, aber jetzt keine wirklich großen Fische. Aber, und darauf hatten wir halt eben Bock, es war halt so, die ersten kalten Nächte, das Wasser fiel halt langsam doch recht stark und ich wollte im Endeffekt gerade in und vor diesem Totholz angeln. Und das hatten wir uns dann im Endeffekt so als Ziel gesetzt, dass wir von einem zentralen Punkt aus mit dem Futterboot direkt vor das Totholz dann die Ruten platziert haben. Warum das Futterboot? Man hätte die Distanz durchaus werfen können, ja. Es war etwas umständlich, weil relativ viele überhängende Bäume drüber waren, aber theoretisch hätte man es machen können. Aber ich setze halt gerade im Winter sehr gerne dann das Futterboot oder aber auch dann den Bushwhacker ein, dass ich halt sehr zentriert anfüttern kann. Heißt im Endeffekt, ich setze sehr wenig Futter ein und habe dann aber immer genau an meiner Montage punktuell ganz genau halt einen kleinen Futterhaufen liegen, wo halt im Endeffekt ich auf einen einzigen Biss angel. Und das funktioniert immer sehr, sehr gut. Und gerade so in dieser Phase, wo das Wasser halt etwas kühler wird, kann man mit dieser Taktik schon sehr gut in seine Winterangelei dann starten. Und genauso sind wir da halt auch vorgegangen. Ich habe eine Route vor das Totholz gefahren mit dem Futterboot und die andere Route habe ich mit dem Bushwhacker an eine abfallende Kante dann ran geschoben quasi und das hat halt super funktioniert. Ja, keine Ahnung. Ach, das ist scheiße, was ich hier mache. Fuck the trust, is he my friend or my foe? I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that clean eyes roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at all this, silly, I'm Bobby Bambi. Baby's yellow text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like Dinky, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Nowadays, these people like funny. Remember way back, she was loving. These bitches sneaky can't come. I got 4 hoes that went to a place. I remember I was selling dog food, no kibbles, just to get me some thrill. Remember I was really on the block like Tetris, just to get me some chip. Surfing rock in the parking lot, my weed lighter than like the game, blah blah. I be on her mind like nonstop, yeah, had to cut the little dot, no time off. Remember smoking blunts with my friends, sex a couple of days, yeah, lost a lot to defend. That's the shit got me upset, but at 8, then I found a leaf dog, yeah, I'm fucking with side. 4-4, I'm a zombie, it's a girl, but she want me. These little boys think I'm cocky. Pop it, like Mary Pop. Wenn ich vor Totholz angel,
ist mir immer sehr wichtig, dass ich im Endeffekt das Ganze vorher genauestens untersuche und genau kontrolliere, wie weit geht das Totholz denn tatsächlich aus dem, was ich über Wasser sehen kann, unter Wasser weiter. Und so habe ich auch in dem Falle dann mit meinem RT4 obendrauf dann die Unterwasserkamera drauf gesetzt und bin halt im Endeffekt genau bis an die Kante dann herangefahren, wo ich halt erkennen konnte, dass die Kante hochgeht und die Kante endet dann im Endeffekt unterhalb der überhängenden Bäume und von diesen Bäumen geht dann das Totholz runter bis die Kante runter und bis wo das Holz geht, konnte ich dann sehr, sehr schön mit der Unterwasserkamera kontrollieren, weil so gerne wie ich gerade halt im Winter vor so Totholz angeln, ist es mir halt auch immer sehr wichtig, dass ich halt dann halt sicher angel und halt in diesem Falle vor allen Dingen sicher für den Karpfen angel. Und deswegen nehme ich dann immer noch, wenn ich genau weiß, bis wo dann das Holz geht, nehme ich immer noch mal so 2, 3, 4 Meter Sicherheitsabstand. Denn nur so macht das Angeln vor Totholz halt tatsächlich Sinn und es macht vor allen Dingen auch nur so Spaß, weil es macht niemandem Spaß, wenn dann halt sich da der Reihe nach dann die Karpfen aufhängen und das ist mir halt an der Stelle einfach auch nochmal wichtig, euch halt dann zu sagen, dass man nicht einfach nur halt stupide in das Totholz halt reinangelt, sondern guckt, was ihr macht und vor allen Dingen guckt, wie weit ihr sprichwörtlich gehen könnt, dass es sowohl euch dann noch Spaß macht, aber halt auch für den Fisch einfach sicher ist. Wenn man natürlich vor Totholz angelt oder unterhalb von überhängenden Bäumen, dann ist es meistens, und das ist jetzt nicht nur halt im Winter so, sondern ich habe relativ viel Unrat unten auf dem Boden liegen. Ich habe Blätter, ich hab kleine Stöckchen und dadurch bilden sich gerade an so Kanten Scheitelpunkte, bilden sich halt relativ schnell auch halt gewisse Schlammablagerung. Das kann guter Schlamm sein, sprich, da ist Tupifex drin, da sind Zuckmückenlarven drin und. Aber es kann halt auch schlechter Schlamm sein, der halt eben Faustschlamm ist. In beiden Fällen setze ich eigentlich sehr gerne dann halt Pop-Ups ein. In dem Fall bin ich auf das Hinge Stiff Rig dann gegangen und konnte so halt, ich sag mal so 5, 6, 7 Zentimeter überhalb des Boden angeln und das hat auch in diesem Falle wieder sehr, sehr gut funktioniert. Auf der anderen Route, die an der Kante dann im Freiwasser lag, da war der Boden halt deutlich härter und da habe ich ein Slip D-Rig eingesetzt mit einem Kaltschat Hookbait Citrus als Bodenköder. Gar nicht lang gedauert und direkt der erste schöne kleine Spiegler, weißer 15 mm Citrus Pop-Up, hat die Arbeit erledigt. Mega, mega gut.
Hier ist der nächste. Ein richtig schöner, gefärbter, kleiner Spiegler. Man sieht richtig an, das Wasser ist mittlerweile richtig kalt geworden. Er hat seine rötliche Winterfärbung, aber genauso finde ich sie fast am schönsten das ganze Jahr über. Richtig, richtig schön. Ich bin mega happy. Halt die Fische nicht nur... Ach Mann, ey. Oh, boah, ich bin durch im Kopf, ey. Das ist doch nicht mein Ernst. Ach, das ist scheiße, was ich hier mache. Insta-Live. März-Ausgabe. Ach so, ja, Moment. Ja. Oh, die sind so gut, die lassen sich so toll drillen. Den Fisch holen die quasi selber rein. Und schwupp, umgezogen, neues Szenario, neues Umfeld. Ich hoffe, der erste Teil des Angeln aus dem letzten November an dem kleinen Waldsee hat euch gefallen. Ja, ich habe mich umgezogen, beziehungsweise ist schon einige Tage später, nachdem wir die Folge eigentlich fertig hatten. Aber das ist das Gute an Insta Live. Wir sind immer aktuell, wir sind immer flexibel und so haben wir uns halt dafür entschlossen, den Part am Waldsee in zwei Teile aufzuteilen, weil die Folge wäre sonst einfach zu lang geworden, weil ich habe euch im Partikelbereich so viele Informationen mitgegeben, dass ich so viel erzählen konnte, dass es halt einfach ein bisschen den zeitlichen Rahmen gesprengt hat. Von daher freut euch, in der April-Ausgabe bekommt ihr dann den Teil 2 Waldangeln mit mir und Kolja hinter der Kamera. Ja, das war die März-Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Jahr vielleicht für den einen oder anderen etwas langweilige Thema Partikel. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, weil Partikel sind so universell und so flexibel einsetzbar. Und ich denke, nicht jeder hat sich mit dem Thema schon mal so tief befasst. Von daher hoffe ich, dass viele von euch viele Informationen davon mitnehmen konnten. Kommen wir zum Schluss zum Gewinnspiel. Denn auch diesen Monat habe ich für euch ein richtig dickes Zitruspaket, 5 Kilo Boilies der Citrus Wide Range zusammen mit Hakenködern, Pop-Ups, Liquids und bekommt derjenige, der unter das Video, also einmal das Video liked, das YouTube-Video liked und in den Kommentaren reinschreibt, auch wieder wie der letzten Folge, was hast du aus dieser Folge mitgenommen, was würdest du wie vielleicht sogar anders machen, gib uns auch gerne Verbesserungsvorschläge, Feedback und dann unter allen Kommentaren verlosen wir natürlich wieder dieses Paket. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im April wieder. Ich packe jetzt ganz schnell noch mein Auto und dann geht's ans Wasser. Ich wünsche euch was. Macht's gut.